Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Quick-Tipp-Reihe. Z-Quicks habe ich sie genannt. Die Idee hier war einfach, immer wenn ich einmal unterwegs bin, auch trotzdem noch einen Screencast zu machen, ohne dass ich mein schönes Mikrofon dabei habe. Ja, ich habe gesehen, dass der Rosenkrieger bei uns im Blog einen Quick-Tipp gemacht hat zum Thema OS X verschönern mit Candy Bar. Candy Bar ist ganz schön und gut, kostet allerdings. Ich möchte euch heute mal die Frühe-Alternative eben kurz mal vorstellen. Die nennt sich Light Icon und befindet sich zum Runterladen auf freemacsoft.net slash Light Icon. Gibt eine Tiger, Quatsch, gibt eine Leopard-Version und eine ältere Tiger-Version, so rum. Donations kann man dem Entwickler geben, wenn man möchte. Dann ladet ihr euch das Ding eben runter, installiert es, das kriegt ihr hoffentlich noch hin. Startet die App, dann lädt die ganzen Icons und wie in Candy Bar auch, hat man hier verschiedenste Sektionen und kann dann, ich habe mir hier schon mal ein paar Bilder ausgesucht und kann dann die einfach per Drag and Drop hier hinzufügen. Klickt dann auf Apply Changes, gibt sein Passwort ein und schon ist eben, nachdem man den Finder neu gestartet hat, dieses Icon auf den Ordner zugewiesen. Dankeschön. So, das schauen wir uns gleich mal an. Und hier ist jetzt das neue Icon. Okay. Ups. Das Schöne an diesem Light-Icon ist, man kann auch wieder rückwärts gehen, indem ich hier sage Restore. Restore, entschuldigt. Oder eben, ich kann auch hier was draufgeben, dann seht ihr hier oben diesen Rand an dem Bildchen dran. Da klickt man einfach mit der rechten Maustaste drauf, klickt hier Cancel und dann ist das Bild eben wiederhergestellt. Oder wenn man eben mehrere hat, dann kann man hier unten den großen Cancel klicken. Das Schöne an diesem Light-Icon ist, und deswegen zeige ich euch das Tool, falscher Ordner, ist, man kann diese sogenannten Icontainer, die auch die Candy Bar liest, hier laden und eben anwenden. Zum Beispiel hier diese Agua, wie auch immer man das auf Englisch ausspricht, Leopard Follows Mac, sorry. Wie ihr seht, alles schön zugewiesen. Hier unter Device ist auch noch ein bisschen was und dann wird es schon relativ mau. Bei General, glaube ich, hat sich da gar nichts getan. Dann müsst ihr nur noch Apply Changes klicken und schon ist euer OS 10 angepasst. Das ist eben das Schöne an diesem Light-Icon. Kann auch iContainer lesen. Also, ja, das war es dann schon wieder von meiner Seite. Kommt doch mal bei uns im Blog vorbei, macOSX-Screencasts.com oder bei mir selbst im Blog, das ist zettt.de. Bis dann, tschüss!